Es wird auf jeden Fall teuer, das sage ich euch. Da gehen wir, glaube ich, mit einem knappen Tarif raus. 1729,55 Cent. Aber ich bin auf jeden Fall im Sack. Ihr seht, ich laufe langsam. Das Tempo irgendwie durchzuhalten, zu hart. Das war definitiv eine der härtesten Cardio-Einheiten, die ich je gemacht habe. Also ich hoffe mal, dass mich da mein Team carryen wird. Wir starten mit Training, denn wir müssen vorbereitet sein, deswegen Muay Thai. Kurze Session, wir sind schon am Ende. Ich zeige jetzt noch ein paar bisschen Pads. Mache ich ja gleich noch mit Trainer, damit ich ein bisschen Power reinlegen kann und mich auch ordentlich verausgabe. Und natürlich fit bin. Camilla ist übrigens bessere Technik als ich. Also, ja, sie ist besser als ich, auf jeden Fall. Einziger mit der 3 Kilo Hantel drin, obwohl alle die 1 Kilo hatten. Also vorher der Einzige mit 3 Kilo Hantel. 1, 2, 3, 4, 5. Jedes Mal mit Bauchmuskel verkacke ich hier wirklich komplett. Tempo, Tempo, Tempo! Noch 10! Hey! Wie sind die Leute? Sehr schön. Jetzt wird es noch mal ein bisschen intensiver. Bei Camilla zwischendurch kann ich natürlich nicht zu 100% festschlagen, deshalb versuche ich immer danach nochmal 3-4 Sessions, 2 Minuten, ein paar Runden zu machen, um dann mal gut Power zu geben. Ich halte die Runden so viel besser durch. Vorher nach einer Runde. Ich habe das erste Mal, dass ich gesagt habe, wir haben noch so ein paar Runden Sparring machen. 3-4. Nach der ersten war ich tot. Jetzt schaffe ich 3-4. Zumindest halbwegs. Das ist der Master, oder? Nee, ernsthaft, das ist der Master. Weniger Gewicht. Weniger Gewicht. Sehr bessere krass. Ausdauer durch Cardio. Merkt man halt. Paul wird doch zum Kampfsportler. Ja, weiß. Skinny bin ich sowieso, deswegen. Jetzt geht der Spaß weiter. Kein normales Training, sondern natürlich wieder ein bisschen laufen. Einkäufe tragen, trainieren. Genauso macht ihr es. Anders nicht. Letztens im Wald gewandert. Das ist viel lustiger als einfach am Laufband stumpf gehen. Vergeht die Zeit viel schneller. Man hat immer Etappenziele, wo man sich hinarbeiten kann. Am Laufband oder am Stairmaster ist einfach zart. Deswegen in echt ist, glaube ich, noch mal ein bisschen besser, wenn man da wirklich läuft. Du trägst mittlerweile die Scheiben in der Hand. Willst du sie bei mir alle auch in der Hand haben? Vielleicht kurz, aber das Ziel ist eigentlich, sie nur im Rucksack zu haben. Nachdem ich keinen gescheiten Rucksack habe, mit dem ich trainieren kann, mache ich es einfach so. Das ist natürlich viel anstrengender für Nackenmuskeln und so weiter. Aber je anstrengender ich jetzt trainiere, desto besser kann ich es dann dort. Gute Einstellung. Ja. Aber ja, länger als. Ich habe es letztens in Berlin auch gemacht, bei Heiko Dreh. Ich glaube, länger als 45 Minuten könnte ich es auf jeden Fall nicht. Ich mache jetzt heute auch nur 20, 25. Am letzten Tage hatte ich auch noch 15 keinen Bock mehr, weil es halt einfach langweilig ist. Die Challenge wird so oder so eine krasse Überwindung werden, deswegen zu 100% vorbereiten drauf kann man sich hier nicht. Oh, fuck. Das ist irgendwie immer so, wenn die Zeit abgelaufen ist, denkt man sich, okay, da wäre vielleicht sogar noch ein bisschen was gegangen. Aber das ist immer so. Außer nach einem Marathon vielleicht, da denkt man sich vielleicht nicht. Aber es reicht erstmal mit Training für jetzt. Jetzt müssen wir erstmal unsere Pässe von der Botschaft abholen. War auf jeden Fall das hinter die Kiemen, ich habe noch nichts gegessen. Das ist hier Shake, Apfel, zumindest eine Kleinigkeit. Frühstück habe ich dann auch schon mit dabei. Und dann geht's weiter. Shopping. Wir brauchen einiges für Nepal und deshalb müssen wir uns ausstatten. Das wird jetzt auf jeden Fall teuer, aber wir wollen ja auch gut vorbereitet sein und bestmöglich da hochstrapazieren. Strapazieren, spazieren, wie auch immer. Und gebt euch mal bitte, wie schön Wien ist. Blumen, wunderschöne Gebäude, es spielt einfach klassische Musik im Hintergrund. Kinder lachen, also Sonne scheint, es gibt Besseres, Leute, wirklich. Ist einfach schön, ist einfach geil. Kennt ihr das, wenn man so zum Arzt kommt und auch Stufen davor raufgehen muss? Erstmal kurz durchatmen, sonst kann man keine Kacke rausbringen. Hello, can we get a receipt? Ich höre die Telefonie nur oder machen wir irgendein anderes Zeug? Nein, machen wir nichts. Hello?
Nee, mir scheißegal. In der Botschaft müsste man arbeiten, ne? Ja. Dann nehme ich hier den Bruder mit. Ja, ich hoffe, ich nehme mit. Wir doch schon gleich mal ein Kaliber. Das Ding kommt mit. Das ist mein Trekking-Rucksack. Scheiß die Wandern. Ein Karamba. Mal schauen, was wir jetzt hier so ausgeben werden und finden werden. Nepal, so klassisch Trekking-Tour. Ja, ja. Irgendwo ins Basislager. Genau. Gehen. Acker, Eierpunkt, irgendwie so Eierpunkt. Annapurna. Annapurna-Runde. Also es startet unten ja. Halt beim Wald und dann rauf ins kältere Gebiet. Ja, da brauchst du einfach einen festeren Schuh. Ja. Ich habe mich gefragt, ob ich nicht vielleicht sogar eher einen luftigeren Schuh nehmen, weil es ja unten doch recht heiß ist, ist die Frage. Also beim Schuh schaut so aus, jetzt wegen luftig. Ich würde da, also du brauchst sowieso zwei Paar Schuhe. Du brauchst einen niedrigen Schuh ja, für unten, ja, und du brauchst einen festen, hohen Schuh dann, wenn du höher rauf gehst. Ja. Okay. Was würdest du sonst noch brauchen? Schlafsack, Trekking-Rucksack. Ich glaube, es ist nur Zusatzschlafsack, so ein bisschen als Schutz. Also wir werden da nicht draußen schlafen, sondern in so Hütten. Wenn man jetzt eine Down-Federjacke für oben mitnimmt, brauchst du die nur für einen Tag oben. Und die wird einen halben Rucksack beanspruchen. Deswegen stellen wir uns die Down-Federjacke selbst zusammen aus dem Windbreaker oben, Fließjacke drunter und T-Shirts. Genau das gleiche machen wir mit dem Schlafsack. Okay, aber für welche? Den sogenannten Sommerschlafsack. Das ist der, den ich da verlinkt habe bei Decathlon. Wo seid ihr gerade? Das ist so ein spezieller Tracking-Store. Da reicht, also guck mal, ob du einen Schlafsack findest. Der ist meistens eckig, im Gegensatz zu so einem Mumien-Schlafsack, die eher so oval sind. Den kann man an beiden Seiten öffnen, dann hast du eigentlich mehr oder weniger eine Decke. Für welche Temperatur? Für welche Temperatur brauchen wir den hauptsächlich? Boah, das ist meistens ein Sommerschlafsack, der bei 10 Grad nur ist, obwohl du bei minus 10 landen wirst. Jetzt kommt nämlich das Ding. Eigentlich könntest du den Mumienschlafsack für die Minustemperaturen nur oben für einen Tag gebrauchen. Völlige Verschwendung, wenn man selbst trackt. Unten kannst du den einfach nur ausbreiten und wirst da drüber schlafen. In der Mitte kannst du dich damit zudecken. Und oben machst du den zu und hast deinen Fließpullover darunter und eine Hose an. Okay. Das wäre die praktischste Sache, was du machen kannst. Hast du eigentlich sowas wie ein Decathlon bei dir in der Nähe? Gibt's ja. Aber wie gesagt, der Herr fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen beleidigt. Wir sind hier in einem guten Store, also da gibt's, glaube ich, genug Ausrüstung. Also wir gehen durch drei Klimazonen. Es geht von 30 Grad unten bis minus 10 oben. Wenn ihr da etwas habt, was so einen Mittelweg ausfüllt, wo er unten sich drauflegen kann und oben sich da einschließen kann. Das wäre optimal. Habe ich, ja. Okay. Alles klar, gut. Dann schaue ich mal, dass ich alles finde. Alles klar, danke. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. Das ist jetzt ein Sommerschlafsack, der dann Optimumbereich um die plus 10 Grad. Ja, okay, das passt. Das heißt, um die plus 10 Grad schläft er am besten, wärmt er am besten, geht dann im Extrembereich so auf 0 Grad runter. Mhm. Ja. Okay. Der ist halt super leicht, super klein, den kannst du da zusammen komprimieren. Wenn es zu warm ist, machst du den komplett auf. Der hat aber nur einen Reißverschluss mit zwei Reißverschlüssen. Wir kann Schlafsack da, aber das wird einfach zu schwer und zu voluminös. Ja. Du kommst von oben rein, du kommst von vorne rein, du kommst von unten rein, das lässt sich auch abteilen, das heißt, du hast zwei getrennte Staufächer für Schmutzwäsche, nasse Wäsche, Sachen, die du bei der Hand schnell haben möchtest. Ja? Du hast Seitenkompressionsnimmer, wo man was befestigen kann, Seitentaschen, wo du was reingeben kannst, du kannst oben was befestigen, du kannst unten was befestigen, Deckeltasche von innen, von außen zu öffnen und das Wichtigste ist halt da das Tragegestell. Ja? Das ist halt ein total hochwertiges Dreieckgestell. Ich gebe da jetzt einmal 12 Kilo rein. Mit 12 Kilo? Das würde ich Gleichgewicht mittlerweile. Heute teste ich ihn ja auch nochmal mit 20 oder 25 Kilo. So langsam siehst du aus wie ein richtiger Wanderer. Ja, ich fühle mich auch langsam so. Wichtig ist, du tragst den Rucksack nicht primär mit den Schultern, sondern du entlastest den über den Hüftgurt die Schultern. Ja. Ja. Das brauchst du jetzt nicht super fest zu machen. Ja, aber so ist es gut, ja. Geh mal eine Runde durchs Gestell. Liegt eh schön auf der Hüfte auf, oben merkt man. Ja. Also das sieht man, dass es sehr gut passt, weil die Trage gut gescheit aufliegen, jetzt nicht so vorne oder oben. Ja. Ja. Der Rucksack ist nicht zerstörbar und weil der Kollege vorher gesagt hat, da könnte zum Beispiel Brillenmitglied draufhängen. Ja, ja. Ja. Du hast Seitentaschen dabei. Ja, stimmt, hier ist praktisch. Ist gut, passt. Das wird auf jeden Fall teuer, das sage ich euch. Das Flight Cover 45 Euro, da gehen wir glaube ich mit einem knappen Taui raus. Das alles, um einfach nur ein bisschen zu trainieren am Himalaya. Perfekt. Ich glaube, die sind nur ein bisschen zu tight für die Oberschenkel. Ja, er hat die Beine trainiert. Ich fühle mich wie beim Skifahren halt. Ja? Aber die stretcht schon, das ist gut. Muss ich noch das gesamte restliche Outfit daran anpassen und dann passt das. Kriegst das um 60 Euro günstiger. Danke. Socken gehen aufs Haus.
Okay. Macht wahrscheinlich bei der Summe nicht so viel Unterschied, aber. Gut, bereit? Bereit. 1729,55 €. Okay, mit Karte einmal. Aber das ist. Es ist viel. Das ist eine stabile Monatsmiete. Nach Himalaya bringe ich es dann wieder zurück. Jetzt sind wir vorbereitet und auf jeden Fall, Alter, war das teuer. Scheiß die Wandern. Also ich hoffe, dass es das wert ist. Also wie gesagt, YouTube-Kanal abonnieren und dann alle supporten, abchecken und mich beim Leiden anschauen. Jetzt werden wir gleich mal Rucksack packen. Ich habe da auch noch extra die Sachen, die wir gekauft haben, bringen lassen. Das ist Schlafsack, T-Shirt, Socken, damit es hier auch gleich relativ maßstabsgetreu vom Gewicht passt. Dann kommen jetzt 20 Kilo hier extra rein. Stöcke nehme ich jetzt mal nicht raus, wäre vielleicht eigentlich sinnvoll, aber ich versuch's jetzt mal ohne. Auf was für eine Challenge habe ich mich da eingelassen, Leute? Boah, scheiße. Ah, das Ding da oben nervt auch. Perfekt. Das ist auf jeden Fall jetzt schon unangenehm in der Hüfte. Also ich merke es irgendwie. Keine Ahnung, ob der Rucksack schlecht geschnürt ist, aber gibt auf jeden Fall jetzt schon. 2 Minuten 30 habe ich schon. Schön. Ich tropfe hier schon. Ja, 10 Minuten into, 60 müssen wir jetzt. Weil eigentlich im Projekt sind es ja 7 bis 10 Stunden am ersten Tag. Also kann nur gut werden. Aber die Schuhe sind okay, die sind bequem. Der Rucksack geht so und die Lampe hier oben sowieso nicht. Deshalb gehe ich auch so ein bisschen gebückt. Also fast 1500 Stufen habe ich jetzt. Ich habe eine Stufe runtergeschalten. Ich spüre auf jeden Fall meine Quads gut. Also schon, Belastung ist da. Aber fast die Hälfte habe ich. Eine Stunde machen wir voll. Ah, da bin ich dann, glaube ich, schon echt K.O. Wir haben heute 6 Tage nach dem Heiko Kalbach Training. Ich spüre es auf jeden Fall immer noch leicht. Also vor der Abreise noch einmal mit Heiko treffen. Dann sind wir ready. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Das Ding ist wieder nach 35 Minuten abgebrochen. Jetzt habe ich nochmal eine Session mit 25 gemacht. Bin jetzt noch eine Stufe runtergegangen, das heißt nur noch Stufe 4. Wir hatten vorher 1700 Stufen. Jetzt sind wir auch wieder bei 700 plus. Also wahrscheinlich 2500, vielleicht knapp 3000 eine Stunde. Aber ich bin auf jeden Fall im Sack. Ihr seht, ich laufe langsam. Das Tempo irgendwie durchzuhalten, zu hart. Auch in der Früh gesagt habe, wenn man die Zeit dann geschafft hat, ging ja noch ein bisschen was. Aber der Weg dahin ist alles andere als einfach. Das war definitiv eine der härtesten Kardioeinheiten, die ich je gemacht habe. Ach du Scheiße. Oh. Oh mein Gott. Zum ersten Mal Schweißflecken auf einem T-Shirt. Schöner Abdruck ist auch da. Weiß ich schon mal, was für ein T-Shirt ich nicht tragen werde, weil das klemmt natürlich ein bisschen ein. Ist jetzt hinten auch länger nach, oder? Ja. War anstrengend? Nee. Okay. Alter, das wird ein Aufstieg, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare. Schaffe ich das Ding? Schaffe ich es nicht? Das sind 5 Teilnehmer, die sind alle recht fit. Wir müssen insgesamt 100 Kilo rauftragen. Eine Langhantel, 4 Zehnerscheiben, 2 20er. Mal schauen, ob ich derjenige mir noch eine Langhantel zusätzlich hat. Aber ich habe gesehen, die Teilnehmerinnen sind auch sehr, sehr fit. Die trainieren teilweise auch mit 30 Kilo extra Gewicht. Also ich hoffe mal, dass mich da mein Team carryen wird. Die Session wird auf jeden Fall komplett zerlegt. Ich gönne mir jetzt nur noch ein bisschen Aminosäuren und dann haue ich mich wahrscheinlich ins Bett erstmal. Das kann ich dort dann wahrscheinlich nicht machen, aber zwischendurch Aminosäuren kann ich dort auf jeden Fall machen. Deshalb habe ich mir auch ganz viele Proben bestellt, die ich dann einfach so als Tüte oder als Säckchen in den Shaker reinleeren kann. Und dann habe ich unterwegs einfach ein bisschen Protein. Ich gönne mir auch noch Maltodextrin, kaufe ich mir irgendwo. Und dann bin ich auch gut ausgestattet, habe ein paar Carbs, habe ein bisschen Eiweiß. Bin einfach unterwegs ganz gut dabei und habe was Geiles zu trinken. Wie immer mit dem Code Paul, 10% auf alles bei Rock Nutrition. Und dann habt ihr geile, vegane, naturale, klimaneutrale Supplements. Ich bin auf jeden Fall jetzt fertig heute. Das war auf jeden Fall ein guter Trainingstag. Das ist ein Multi. 1,5 Stunden, dann nochmal ein Laufband mit Steigung. 1/2 Stunde und dann jetzt nochmal 1 Stunde. Ich glaube, das reicht für heute. Nächsten Tagen werde ich wahrscheinlich auch noch einmal auf jeden Fall wandern gehen, um die Schuhe nochmal einzugehen, um mir nochmal mit dem Rucksack in echten Bedingungen zu laufen. Und dann schauen wir, was wird in Nepal, wie ich abschneide. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, abonniert den Kanal von mir und von Iron Summit natürlich, damit nichts verpasst. Die ersten Folgen kommen im Juni, soweit ich weiß. Und dann zerlegen wir die Challenge und drücken hoffentlich bald die 100 Kilo auf 4200 Meter. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen, Like da lassen, Abo und bis zum nächsten Mal. Ciao.